Komm. Ja, du musst mich aufhalten. Ja. Kommen Sie los. Halt mich nicht auf! Los! Ah! Los! Was geht, meine Freunde, und ein herzlich willkommen in meiner weiteren Runde GTA. Bevor es losgeht, kleine Info an euch, Muchachos, wir werden ausschließlich nur noch auf Twitch streamen, deswegen jetzt unten in der Beschreibung nachschauen und dort unseren Twitch-Link anklicken und uns followen. Wir werden nächste Zeit ordentlich streamen und damit ihr nichts verpasst, da bitte einmal vorbeischauen. Und jetzt haben wir heute den Luso Osiris Osiri Park. Einmal mit Deko. Und wir haben eine Aufgabe. Wir müssen nämlich 12:32 schlagen. Hallo. Bonsoir, Muchachos. Hallo. Genau. Wir sind jetzt endlich, und zwar, um genau zu sein, seit 41 Minuten sind wir jetzt im Twitch-Partnerprogramm. Was bedeutet, alle, wie Marvin schon sagte, alle unsere Streams werden in Zukunft nur auf Twitch stattfinden. Link in der Beschreibung auf jeden Fall. Followen und am Start sein. Ab! Denn Streams, sie werden kommen, Muchachos. Sie werden kommen. Ungefähr wie die dunkle Macht in Star Wars. Alter, das werden, heißt, werden die Losers Twitch übernehmen und Monte vom Thron stoßen, was? Easy. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine Map. Wir müssen 12:32 schaffen, sonst wir haben eine... LOL! Hä? Muss man da... Was musste man da machen? Ja, Leute, wir müssen darauf landen, okay. Es ist ein indirekter Losers vs. Map-Erbauer. Boah, nicht dabei ist. Nee. Okay, wir müssen also komplett ohne Gas geben. Ach so. Aber man muss, glaube ich, echt auf... In der Luft man muss sich drehen, glaube ich. Ja, in der Luft drehen. Nein! Oh, oh ja, ich bin drauf! Nein! Wie knapp, Alter! Digga. Ich bin so close hinten runtergerutscht. Bei dir war es knapp, bei mir war es übertrieben knapp. Nein! Lol, jetzt habe ich wieder kein Gas gegeben, nicht aufgekommen. Oh Digga, ja, wie macht man das denn, dass man nicht... Oh. Hi, Digga, ich halte dich auf, warte. Hey, ich bin schon wirklich schnell genug. Digga, 12 okay, müssen wir schaffen, ne? Dann, 30. Okay, schnell, komm. Alter, du musst mich aufhalten. Ja. Kommen Sie los. Halt mich nicht auf! Los! Ah! Los! Please! So, jetzt halt mich auf! Halt mich auf! Digga, Baby schießt mich runter. So. Oh. Easy. Oh. Okay, haben wir. Okay, weiter geht's. Schnell. Okay, warte, wir müssen... Mittig, ich glaube mittig. Ich will erstmal kurz dran. Ist es mittig? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Gehe ich mal von aus. Okay, ne? Warte, ich will eben im Rückwärtsmodus dranfahren und gucken. Nicht, dass wir wieder irgendwo nach Timbuktu springen und das komplett falsch ist. Alter, Digga, was? Nee, das ist eher hier so, ne? Eher so, wo du, glaube ich. Nee, wo ich gerade bin, glaube ich. Nee, wir müssen doch darüber auf die Rampe, oder nicht? Ja. Und die müssen wir dann in die Röhre rein oder müssen wir weiter springen in diese Halbröhre da hinten? Ich glaube in die Halbröhre. Okay, lass mich mal fahren. Ich glaube, das ist dieser Gelbe hier. Ich glaube, wir müssen von der Rampe einfach nur in die Röhre reindroppen. Ach, da sehe ich's. Ah, okay. Aber das Ding ist ungefähr... Hier, glaube ich. Ich mach mal hier, ja, 3. Nein, das ist hier drüben. Hier ist, genau hier ist das. Genau hier hinter mir. Digga, erzähl mir keinen Schmarrn, Digga. Erzähl mir keinen Schmarrn. Okay. 3, 2, 1, go! Wasser? Digga, viel schneller musst du sein! Alter! Scheiße! Aber die Richtung war gut. Die Richtung war gut. Digga, das ist... Oh, perfekt! Und? Nein! Ich bin an der... Oh! Ich bin mit der und mit meiner Wagenunterseite gegen das Ding gegengeballert. Und runtergerutscht. Oh! Nein! Dito! Du hast die Hälfte drauf und dann runtergeklatscht. Alter, das ist echt anstrengend. Ich kenne auf jeden Fall keinen Weg, wie wir hier noch... Warte mal. Ich versuche mal da ganz hinten ranzufahren und dann auch die Räder durchdrehen zu lassen. Ja, es wird echt schwierig. Räder durchdrehen und Knallgas, Muchachos, Knallgas! Alter, 12 Minuten wird echt hart. Ich bin... bin drauf. Alter. Alter, aber richtig close. Okay, warte mal. Muss ich... Alter, das ist ja noch... Ey, Digga, es ist eiskalt. Von hier aus nochmal... Ja? Nochmal... Ein Weitsprung eigentlich. Also musst du den Speed mitnehmen, sagst du? Ich weiß, ich probiere es jetzt ohne Speed mitnehmen, also mit hinten Anschwung nehmen. Reifen durchdrehen lassen, go. Warte, Digga, so lange. Du musst auf. Ich habe nicht mal die Hälfte, ich habe gerade die Hälfte des Weges geschafft. Du musst auf jeden Fall den Speed mitnehmen. Was, okay. Wie, Alter? Okay, 3, 2, 1, los!
Oh. Nein, überdreht er drauf. Scheiße, Mann. Das ist auf jeden Fall Harry Klotscher, Alter. Harry Klotscher ist sein Onkel nur. Ist noch viel härter. Digga, ich flieg immer fast drüber, Alter. Oh, so wie du jetzt. Ah, viel zu Spaß. Ich bin doch extra ausgewichen, Alter. Da kannst du jetzt auch wieder ausweichen. Hallo! Nein. Oh. Digga, du hast dich sogar... du bist so ein Wichser, Alter. Du hast nur so den Speed mitgenommen, ey. Und ciao, ciao, Daddy! Wo landet... LOL, Digga, ich bin... Oh. Man muss sich halt echt, glaube ich, sogar noch aufrecht hinstellen, um da rüber zu kommen, oder? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich nur losfahre und rüberfliege, dann schaffe ich es nicht. Ich muss mich, glaube ich... Eieiei. Ich mache das jetzt nochmal anders. Ich mache das jetzt nochmal ganz anders. 12 Minuten? Oh, bitte. Können wir nach hinten losgehen, würde ich sagen. Ich glaube auch, das wird nicht. Digga, was ist hier gerade los? Kommt die her, bitte? Oh, ich schaff's auch einfach nicht mehr drauf zu bleiben, Alter. Ich rutsche die ganze Zeit drüber. Warte mal, in der Luft aufhören, weh zu drücken. Dann vielleicht. Oh, nein! Oh, ja, du musst in der Luft aufhören, weh zu drücken. Hier, warte, Daddy kommt. Oder sogar S drücken. Oh. Aha. Digga, ich mach das jetzt mal anders, Deko. Gehabt, oder was? Hier, warte mal. Ich fahr jetzt mal hier los. Und fahr dann hier so rüber. Und? Triffst du jetzt überhaupt? Nee, aber so hast du auf jeden Fall den Speed. Ja? Ja. Ich bin locker drauf gekommen. Oh, okay, dann mach ich's auch. Ich weiß nur nicht. Digga, ich werde nie im Leben richtig abspringen hier, Alter. Digga, ist er drauf? Ich bin in der Röhre. Ja, Benny! Ja! Well played, Alter, das ist echt geschafft, an der richtigen Position abzuspringen, ne? Okay. Jetzt enttäusch mich nicht. Okay, ist aber ein kleiner Troll. Du darfst nicht mit Speed durch diese Aussortiererteilrampe drüber fahren, sonst fliegst du in ein Loch rein. Okay, Hauptsache du hast den Punkt. Hast du den Punkt? Ich hab jetzt den Punkt, ja. Ich wollte gerade sagen, Mr. Mapper, ich weiß gerade leider nicht mehr aus dem DevGore. Von DevGore ist die Map. DevGore übrigens, danke fürs Zuschicken. Daumen hoch und dein Nüsse sein gekrault. Geile Map anscheinend mal wieder. Wir haben jetzt zwar erst einen Punkt geholt, aber hat mir schon mal gefallen. Fand ich nice, dass da jetzt ein Punkt war. Ich hätte es ein bisschen übertrieben gefunden, wenn das jetzt immer noch nicht gereicht hätte für einen Punkt. Oh. Digga, ich komm da nicht mal rüber. Oh yeah. Ich hab sogar schon den nächsten Punkt, Marvin. Beil dich. Ja. Jetzt finishe ich die Map hier ohne dich. Oh, hier ist sogar ein Teleporter jetzt. Oh, okay. Also rüberfahren. Ich glaube, das war die Linie dort. Und also auf jeden Fall der Tipp mit dem vom hinten ankommen, da, das war gut. Ja, da kommt drauf. Nein! Zu weit links gewesen. Warum? Ey, das war auf jeden Fall so ein Zufall, zu 100% Zufall. Dass ich es geschafft habe, so richtig random den richtigen Spot zu treffen, dass ich da rüberkomme auf die Rampe. Ich muss mir das mal anschauen. Und nicht daneben droppe. Okay. Und jetzt kommt ein Teleport, in den ich reinspringe. Und ich lande auf der Strecke und habe wieder den nächsten Punkt. Und jetzt kommt, ein DevGore Zeppelin War. Alter! Okay. Mhm. Komm. Ein DevGore Zeppelin War Ride. Okay, ein bisschen weiter rechts jetzt. So. Scheiße, vielleicht gucken sollen, was hier kommt. Okay. Erstmal fahren wir die Spirale hoch. Nein! Ich hätte. Digga! Ich habe einfach am Ende hochgezogen, das war ein Fehler. Wieder drauf. Komm on, Marvin, du machst das. Nach 200 Jahren. Du musst da eigentlich nur rüberspringen. Also, that's it. Seriously. GG! Digga, jetzt bin ich gerade wieder so ein Halbzeiten-Spaß gekommen, weil ich mit dem scheiß Bauer gefahren bin. Endlich! Okay, ja, endlich, so. Auch in die Röhre geschafft? In die Röhre und jetzt mal schauen, was hier ist. Hier ist ein Sprung. Den Sprung einfach langsam fahren, dann kommst du easy zum Punkt. Okay. Kleiner Schlawiner. Heide Witzke. Okay. Ziehen, okay, und ich glaube jetzt. Digga! Oh. Digga! Please! Digger? Ist das sein Ernst, Alter? Hat der eiskalt hier noch Bremsen eingebaut? Die man nicht mal sehen kann von hinten?
Warte mal. Kann ich... Okay, die Frage ist jetzt, der Pfeil nach oben, ist das ein Troll und ich muss unter dem Pfeil durchfahren? Oder heißt der Pfeil einfach, ich muss wirklich ganz oben am Rand der Straße langfahren? Ich würde sagen, wir versuchen als erstes ganz oben am Rand der Straße. Oh, please, ey. Digga, und ich bin... Ah! Ach so! Oh. Ja, das hab ich doch schon fürs Try geschafft. Warum mach ich denn da so eine Scheiße, ey? So. Guck mal, jetzt ist Marvin sogar schon fast wieder hier. Was? Und ich bin auch nicht beim nächsten Punkt. Ein wenig. Zeppelin Wall, right, sagst du? Hast du den schon? Nee, da, beim Zeppelin Wall bin ich gerade. Ich bin da noch nicht, ne? Ich hab nur davon gehört. LOL! Digga, was zum Fick? War das denn jetzt schon wieder? Ich lenk so ein bisschen hoch, auf einmal bin ich übertrieben schnell ganz oben an der Spitze und fall einfach raus. Langsam kommen wir echt so ein bisschen vor. Ach, so war das eigentlich. LOL. Was denn? Okay, jetzt weiß ich auch, wie das geplant ist. Mit diesen komischen Röhren. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich machen musste. Okay. Ist das dein Ernst? Jetzt schaffe ich es zum ersten Mal nicht hier. Oh. Hä, was machst du denn da? So. Ich war gerade ein wenig kaki unterwegs. Aber was du gemacht hast, habe ich nicht gemacht. Nee, deswegen, jetzt mach ich's gerade real. Okay, vielleicht hab ich. So. Vielleicht hab ich's unreal gemacht. Jetzt hab ich's real gemacht. Ich hab's davor echt komisch gemacht. Okay, weiter geht's! Ich bin davor einfach zurückgefahren, die Röhre, wo das Loch im Boden ist, das große. Achso, lol. Und bin von da aus nach unten gesprungen, anstatt geradeaus. Okay, aber es war jetzt keine Schwierigkeit. Digga? Hallo? Digga? Oh! Digga! Richtig hoch raus? Nein! Ey! Digga, das kann doch nicht wahr sein! Oh, ich mach das First Try, Deko. Ich mach das Eisbären First Try. Ey, ich hab's jetzt gerade wirklich zum allerersten Mal komplett durchgeschafft. Und komm auf die Plattform, komme komplett drauf, überschlage mich da einmal und rutsche runter. Aber wirklich, ich hatte noch ungefähr 3 km/h Speed drauf, wenn ich runtergerutscht bin. Alter! Oh! Digga, wie kriegt man denn diesen scheiß Transform-Punkt, Alter? Muss man echt nur nach hinten fahren? Also mit dem Sprung krieg ich's nicht hin, leider. Weiß nicht, also... Hey, du musst einfach nur... Hä? Ich wär einfach nur aus der Röhre vorne rausgedroppt. Ja, genau, das ist eben ein Weg, aber da war auch ein Sprung, Warride. Aber der war halt einfach... Der war tief krank, Alter. Oh! Hey. Hab ich geschummelt? Deathcore, hauen Sie Kommentare. Hat Deko geschummelt? Ich glaube, ich habe echt was ausgelassen. Achso, hier ist eine Sprungwall, right? Hallo! Ein Sprungwall und dann da. Digga, aber schon wieder. Yeah. Warum ist denn dieser komische... Was ist denn da? Immer wenn ich... Willst du, ich will nicht spoilern. Ich muss selber die Fehler machen. Genau. Fehler! Ich flieg immer richtig hart von der... Sobald ich einen Speed kriege, richtig hart von der Strecke weg. Und gerade. Obwohl ich ja eigentlich nichts mache. Baby. So. Kommt Marvin First Try durch. Bin drin. Leute, meine Bremse! Jo. Please! Okay, also muss man da ganz oben fahren. Ganz oben, ja. Ey, please! Digga, aber dass du es jetzt schon so weit geschafft hast, ne? Ich habe so übertrieben lang dafür gebraucht. Aber das mit dem Speed war schon ordentlich random, muss ich sagen. Ich bin nämlich auch ein bisschen weggeflogen. Ich bin jetzt eben gerade wirklich mit dem Speed eingesammelt komplett vom Wall weggeflogen. Also wirklich komplett weg. Ich war nicht mehr dran. Wurde komplett vom Wall weggeschleudert. Und das fickt mich auch gerade so ein bisschen. Schauen wir mal, komm mal, Baby! Digga, mal ganz... Ich mache nichts anders als eben gerade und ich fliege einfach über die Wall. Genauso abspringen wir die ganze Zeit schon. Oh. Hi, Deko! I'm right behind ya! Also ich weiß ehrlich noch nicht so ganz, was ich mit dem Speed machen soll, damit man da nicht wegfliegt. Weiß auch nicht ganz, ob man überhaupt irgendwas machen kann, damit man nicht wegfliegt da. Glaube ich einfach wieder so eine Winkelsache, wie du auffährst. Digga, finally. Hätte ich mal wieder nach 4 Tries, wo es nicht geschafft hat, rübergekommen. Hey, come on. Na, come on, hey! Bin ich denn eigentlich Querschnitts? Wieso bin ich denn? Ich ziehe nach oben und ich weiß schon zum zweiten Mal, wenn ich hochziehe. Irgendwie so schnell oben, dass ich einfach oben drüber fliege. Was? Okay. Oh, komm mal, Baby. Jetzt machen wir es mal hier. Das ist der Magic Try jetzt.
Magic Try! Boom! Rüber. Ey, seitdem Marvin hier ist, läuft bei mir überhaupt nicht mehr, Alter. Ich flieg die ganze Zeit beim Sprung weit oben drüber. Okay, Baby, komm, ja, jetzt noch umziehen. Digga, nein, ich muss hier noch rumfahren! Ja! Okay, jetzt hier eine komische Spirale fahren. Spirale fahren und jetzt? Hier raus oder was? Nein, zu weit oder was? Brennt! Nein! Please! Oh, zu weit! Ich wurde schon wieder von dem Speed komplett vom Warrior weggeschleudert, Alter. Okay, da habe ich echt gar keine Problems. Vielleicht kommt das gleiche erst. Oh, haariger Punkt, Alter. Deathball well played. 12 Minuten, ne? Aber du kommst auf jeden Fall 6 Trillionen Mal besser vorwärts als ich, Alter. Ich hänge jetzt schon echt lange, muss ich sagen. Okay, checken wir mal. Okay, hier fast gerade abspringen, so. Ah, wieder drauf. Oh! Bin genau hinter dir. Bisschen nach oben ziehen, langsam, jetzt nach oben ziehen, so. Und wieder drauf. Hier oben, ja. Bin genau hinter mir. Haben wir Windschatten an? Ja, haben wir. Und... Oh! Wieder, nein, wieso springst du schon wieder so weit? Das war so dämlich! Oh, ich hab's geschafft! No! Oh, endlich habe ich es. Ich bin nicht ganz so hoch rausgesprungen wie du. Ah. Alter, immerhin habe ich den Punkt noch vor Marvin bekommen, aber... Digga, zweimal zu weit gesprungen. Alter, es hat auch Ewigkeiten gedauert jetzt. Wirklich, ich habe viel zu lange dafür gebraucht. Aber bis jetzt muss ich sagen, Deathcore richtig sexy Map. Ja, ich bin auch sexy. Vom Schwierigkeitsgrad nicht übertrieben hart, aber... Also vor allem auch nicht unfair schwierig. Aber... Nein! Nein, Marvin, jetzt kommt der Scheiß. Nein! Oh, ich hab die und es ist sogar ein Doppelsprung. Du musst von einer Bremse auf die nächste springen und von der Bremse dann auf Straße, auf Strecke. Hier, Dick, halt mich auf! Halt mich auf! Halt mich doch auf! Nein! Digga, das ist doch das Ziel schon! Oh, 3 Tries hier jetzt schon, hintereinander! Please! Ich weiß echt nicht, wie man da abspringen muss. Ich flieg immer viel zu weit. Ich bin diesmal so ungefähr 90 Grad Winkel abgesprungen. Okay. Nein! Hä, ich bekomme beim zweiten Teil den Sprung nicht hin. Okay. Okay, aber der Speed... Gemacht? Ich glaube, ich habe mich nur ein bisschen weit nach vorne gebracht. Der Speed hat mich bisher keinmal vom Warren weggehauen, aber ich krieg einfach diese Scheiße nicht hin. Bleib mal hier. Warte, kann ich zurückkommen? Ich glaube, ich kann gleich. Oh! Ich kann zurückkommen. Oh! Lol. Oh, ich kann nicht mehr. Das war so knapp, Alter. Ich bin gerade zurückgekommen. Oh. Ja, Rest ist easy und danach kommt schon das Ziel. Okay. Ich kann nicht mehr. Was heißt Rest ist easy? Jetzt kommt nochmal diese Bremssprung-Scheiße, ne? Bremssprung-Scheiße. Turtles. Warum? Wie? Das sind wieder irgendwelche scheiß Tricks, die ich nicht kenne, ey. Hallo! Direkt aufstellen. Muss auch nur geradeaus hier am Anfang. Ach so, oh! Alter, nice try! Ich habe jetzt auch schon wieder, ich bekomme den Sprung, aber ich springe null hoch. Also wirklich irgendwie so 1 Zentimeter oder sowas. Und dann fliege ich unter dem Punkt durch und krieg leider den Punkt auch nicht. Ah, stimmt. Ja, man kommt nicht nach oben, ne? Vielleicht musst du noch weiter... Ich hab's! Ja! Da war's noch weiter. Digga, Tipp von mir. Ich hab mich im Sprung zwischen den beiden Bremsen nochmal mit Nummer 8 weit nach vorne gelehnt und kurz bevor ich dann aufkam, Nummer 5 gedrückt. Und damit wurde ich dann nach vorne geschleudert. Also ganz normal? Okay, ich mach erstmal ganz normal. Oh nein, hier kommt jetzt auch so ein Scheiß. Okay, ganz jetzt kommt... normal. Ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Weil ich glaube, hier kommt jetzt nochmal so ein Bremsteil, aber ist wieder wie bei der ersten Map, weißt du, der wird nach oben springen. Ja, aber ich glaube, wenn der einen stößt, dann stößt er einen ins Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert. Mach's einfach, fahr einfach. Okay. Ich weiß jetzt ja, was hier kommt, also ich hab's mir wirklich aufgeschrieben. Oh! Alter! Oh! Oh! Ich hab's geschafft! Okay, aber ich bin noch nicht im Ziel. Hast du irgendwas gedrückt? Wie? Ich habe Nummer 8 gedrückt zuerst, um mich auszurichten, dass ich mit der Motorhaube zum Bremsen zeige und dann Nummer 5. Ich habe das Gefühl, wenn man aufkommt bei den Bremsen und Nummer 5 drückt dabei, dann wird der Schleudereffekt stärker. Okay, weil ich komme gerade nicht mal bis
zu der zweiten Bremse. Ich weiß gar nicht warum. Lol. Seriously? Und da ist das Ziel! Okay, Muchachos. Es war jetzt hier so ungefähr mittig. Ah, die Challenge aber echt hart verkackt hier. Deathcore, well played. Ich bin oben, ich bin im Ziel. Well played. Muchachos, Möwendeko hat es geschafft, ins Ziel zu fliegen. Wir fahren, oh, der hat's geoopt. Mein Fenster offen. Sorry, Muchachos, wir fahren ins Ziel. Puh. One last try. Und ich hätte ja, um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet, dass ich die Map als erstes beende. Ich bin in letzter Zeit so viel schlechter in GTA als Marvin und Kev. Aber so ein kleines Siegesgefühl, es tut mal wieder gut. Weiß nicht, wie diese Technik funktioniert. Ich habe okay, ab und warte. So auch mit Num 5 nach gemacht, vorne lehnen. Num 5. Nach vorne lehnen. Num 5. Nee. Ah, fast. Ja, aber so hab ich 90% der Toys. Aber Muchas, ihr könnt es gerne selber versuchen. Map-Link ist in der Beschreibung. Zockt es für euch natürlich auch. 12 Minuten 36 war das, glaube ich. Daumen nach oben, bis dann. Reingehauen und nicht vergessen, Twitch folgen.